Ja, hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer Folge Wir bauen unsere kleine Welt, liebe Abonnenten, Zuschauer. Mir ist was eingefallen, man sieht schon. Mir ist was eingefallen für unser kleines Problem. Ich finde es in Ordnung. Gut, das könnte man noch wegmachen. Aber ich will es irgendwie, will ich das auch lassen, nicht großartig verstecken. Nee, sieht doch irgendwo gut aus. Das heißt, wir machen das jetzt auf den anderen Seiten. Zack, zack. Hier wird es natürlich etwas anders, weil das größer ist. Heißt, zack, zack. Zack, zack. So, hier wird es genau, wahrscheinlich genauso wie bei den anderen. Zack, zack. Zack, zack. Zwei Blöcke an meiner Mitte. Zwei Fensterscheiben. Zack, zack. Fertig. Wunderbar. Das heißt, dann gehen wir nach innen. Weil jetzt haben wir hier oben eigentlich doch relativ großen Platz. Das heißt, wir füllen das hier drin auf jeden Fall mal auf. Dann kann man da noch überall reinsetzen. Kann es mit Wolle machen, man kann es lassen. Das ist dann jedem so gesehen selbst überlassen. Schreibe ich keinem vor, mit was es auffüllt, wie er es macht, wie er lustig ist. So. Gehen wir mit der Cobblestone rein. Eins für. Ach, jetzt brauchen wir wieder Fackel, dass ihr auch was seht. Probieren wir jetzt kurz mal aus. Der Cobblestone-Ding eins höher gehen. Na, das soll man aber schon sehen da unten. Machen wir trotzdem. Nein, macht man nicht. Könnten es aber unter den Fenstern eigentlich lassen. Ja, genau, das machen wir. Unter den Fenstern lassen wir Cobblestone drin. Das machen wir. Das ist safe. Sieht ja auch von draußen. Tun wir mal diese Wolle rein. Na, no, das wollte man nicht. So. Könnte man auch zum Beispiel Wolle sparen, nur unter den Scheiben reinmachen. So. So quasi. Aber nachdem ich im Kreativmodus bin, fülle ich jetzt alles damit auf. Dann nehmen wir, wir haben gehabt Tropenholz und Eichenholz. Heißt, hier hatten wir immer Tropen, nein, weil machen wir auf die Höhe. Dann haben wir oben schon Platz. Unten ungefähr. So. Halt, schon wieder falsch. Und hier drinnen Eichenholz. Jetzt müssen wir natürlich wo eine Stelle freilassen, wo wir hochgehen. Indem wir noch wegen der Treppe so gesehen noch nichts überlegt haben. Oder ich mir auch noch nicht. Werde ich einfach dieses Eck freilassen und könnte da Leiter hochlegen. Nein, das wollte man nicht, das reparieren wir hier noch. Nein, das war wieder Fail.
Das war wieder ein Fail, und zwar ein richtiger Fail. Mal lassen. Genau. Machen wir das einfach so. Hier. Leiter. Mal schnell raus, richten wir das Dach wieder. Der Stelle, wo wir es kaputt gemacht haben. Zack. Wird es langsam, da könnte man jetzt zum Beispiel Fackel nehmen, zack, Fackel hier, Fackel hin, Fackel hin, und es ein bisschen gleich ist, so, dann habt ihr das auch schon mal gleich top beleuchtet, so ein bisschen niedrig, ja, dann nehmen wir überall Tropenholz-Slab, Eichenholz-Slab, ist besser, sieht besser aus. Dann ist halt wichtig, dass wir drauf schauen, dass wir die immer oben hinsetzen, aber nicht ganz oben. Weil wenn ihr dann was draufsetzen wollt, dann... Hänger, 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 Fail. Müssen die auf der Oberkante sein, dass es nicht in der Luft schwebt. Genau. Sieht das auch gleich besser aus. Ihr habt jetzt zwar nicht viel Platz innen, aber dafür habt ihr ein schickes Haus von innen. Und von außen auf jeden Fall den richtigen Platz habt ihr oben. Das heißt, könnt ihr hoch, so zack, zack. Dann habt ihr hier oben euer Ding. Fail. Könnt ihr hier eine Fackel, hier eine, hier eine, hier eine. Könnte man zum Beispiel. Damit eine Decke wird, das hier befüllen. Genau. Aber nicht so, sondern so. Dann schmeißen wir das ganze Zeug mal hier raus. Dann braucht man ein Bett. Na, machen wir das anders. Hier drin normalerweise das Bücherregal. Dachte ich zumindest. Ein Rahmennehmer. Halt ist nur der Rahmen. Gemäldenehmer natürlich. Was bist du? Endstab. Nee. Bin ich jetzt doof und finde das Bücherregal. Ofen auf alle Fälle. Crafting Table. Kiste. Hier war drinnen, Mann. Wo war denn das? Wo ist denn das? Da ist es. So. Dann könnte man Doppelbett machen. Halt, wir haben noch was Wichtiges vergessen. Zaubertisch. Kein
ist was für die eine Reihe Fenster. Genau. Ich setze jetzt den Zaubertisch zum Beispiel hierher. Geht's hierher. Zack, zack, zack. Setzt eure Bücher außen rum. Genau. Machen wir das anders. Zack. Ändern wir das mal eben. Könnt ihr das nämlich so machen. Habt ihr euer Verzaubertisch. Da habt ihr eure Betten. Dann hier machen wir Ofen hin. Da Workbench. Dann hier könnt ihr euer. Hier könnt ihr ein kleines Lager machen. Zwei Truhen. Oder auch mehrere. Ja, das wäre jetzt hier oben mal so an den Sachen. Haben wir noch Gemälde. Und eine Fackel. Kann man das lassen. Schauen wir, dass wir da das gleiche hinbringen. Auch blau sein, wenn dann. Na los. Wann kommst du? Müsst halt so oft setzen, bis es da ist. Jetzt wird es aber mal wieder Zeit hier, ne? Jetzt, genau. Dann ist es gleich, dann sieht es auch gut aus. Da mal das. Das ist nice. Fackel weg. Setzen wir. Machen wir. Wieder eine Fackel, ein Wollblock weg. Da oben geht nicht wegen der Kiste. Es ist aber nicht mehr synchron. Oh, das Bild schaut echt hammermäßig aus. Das lass mal. Definitiv. Könnte man da hinsetzen an der Stelle. Die könnte man da lassen. Genau, passt. Dann, was gibt es denn noch so? Weil vielleicht finden wir noch was Nachtkästchen-ähnliches. Oh, wir überziehen bald wieder wahrscheinlich, aber egal. Das ist mir wert. Namboss. Namboss kann man auch immer brauchen. Könnte man zum Beispiel statt dem da hinsetzen. Dann könnte man hier noch Kisten hinsetzen. So für Koch, für die Essenssachen. Plattenspieler. Armorständer auf jeden Fall. Könnte man auch noch sehr gut gebrauchen. Könnte man hier sein hinstellen. Hier sein für seine Ersatzrüstung. Das heißt, da schauen wir auch gleich. Goldrüstung schaut natürlich nice aus. Brauchen wir jetzt alles momentan mal nicht mehr. Zack. Schuhe, Hose, Brustpanzer, Helm. Schaut das schon mal voll nice aus. Genau, ist das gleich erledigt. So. Dann Teppich. Würde ich nicht zu. Probieren wir einfach mal aus. Wie das aussieht. Hier ist so. Roten außen rum. Natürlich da, wo nichts ist. Wir nehmen, befüllen dann mit einem anderen.
nicht unbedingt kunterbunt sein. Ihr könnt es alles in einer Farbe nehmen. Das ist nur ein Vorschlag von mir. So. Machen wir braun weg, weil der sieht nicht so gut aus. Na toll, jetzt brauchen wir wieder. Eichenslab. Zack, zack. Dann grün Teppich drauf. Und fertig ist die Geschichte hier oben. Hier unten. Ja, was tun wir hier unten rein? Könnte man eigentlich alles mit Teppich machen. Zack, zack, zack. Doch nicht die Fackel. Stimmt, da ist die Tür, da geht das nicht. Da ist die Leiter, da geht das auch nicht. Heißt, da gehen wir dann so zusammen, weil da geht's ja nicht. Schauen, kommt man noch hoch. Ja, dann kann man das Ganze erst so machen. Na? Genau, könnte man den hier wieder entfernen. Dann könnte man jetzt hier unten zum Beispiel einen braunen Teppich auskleiden. Oder ihr macht es hier unten, weiß nicht. Oh. Rechtschreibung, Fail, wieder mal. Oh, wie dumm bin ich noch. Genau, nehmen wir einen Stein, setzt man hin. Dann. Birkentreppe für die Couch. Setzen wir eins so, eins so, eins so. Habt ihr eine nette Sitzmöglichkeit zum Pausieren? Oder ihr könnt andere Räume draus machen. Das ist jetzt nur mal ein Vorschlag, wie ein Haus aussehen könnte. So sieht es jetzt bei mir aus. Dann, das war's dann mit dieser Folge. Wollte ich schon dann sagen, mein Gott, bin ich doof. Aber naja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet.